Hi Freunde, ich habe den nächsten Prospekt für euch. Heute ist es Kombi, der Vollwerksverkaufsstart. Leider dieses Jahr erst ab dem 29.12., weil kein Tag aufs Wochenende fällt, an dem Vollwerk verkauft wird. Wir haben hier Kometware im Angebot. Kometware ist bei den meisten nicht so beliebt, so wie es bei mir auch der Fall ist. Preise sind leider noch nicht angegeben. Ja, wir haben hier Kids Power, 165 Teile, 100 Knallerbsen, 40 Wunderkerzen. Ja, der Rest ist auch nicht so berauschend. Dann haben wir hier einen Verbund mit 213 Schuss, der nennt sich Nacht der Sterne. Ich denke mal hier 180 Sekunden Brenndauer, viel zu langsam liegen lassen. Dann haben wir hier die Mars Attack, eine 16 Schuss Batterie, 40 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden, 18er Millimeter sind das glaube ich. Ja, wer es mag. Dann haben wir hier Magic Portion oder Potion, keine Ahnung. Ja, 200 Teile, wir haben 2, 4, 6, 8, 9 Raketen, die haben alle einen Zerleger, es gibt bei Edeka so ein ähnliches Paket, kostet 7,99 glaube ich oder 9,99, kann man sich an sich mal mitnehmen, die Raketen sind sehr gut sogar, ja, wir haben hier wieder Knallerbsen und Wunderkerzen, dennoch kann man das Paket mitnehmen, weil pro Rakete wird ungefähr 1 Euro berechnet, dann haben wir hier, was das sein soll, weiß nicht, irgendein Jugendfeuerwerk glaube ich, hier sind ein paar Reibkopfböller oder Knaller, wie man sie nennen mag, 2x D-Packs, kann man mitnehmen. Und zu guter Letzt, leider schon wieder, das Nordlichter 27 Teile. Das kostet bei Edeka immer so um die 20 Euro, 19,99. Ja, würde ich liegen lassen. Es sind Zerlegerraketen bei, ja, es sind auch Schüttraketen dabei. Ich glaube, 6 Raketen sind Schüttraketen. Das sind die grünen, glaube ich. Und die anderen, die roten und die blauen, haben auf jeden Fall einen Zerleger, aber die grauen weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube, die haben auch Zerleger, aber es sind auch nur kleine. Ja, für den Preis, wer ein paar Schüttraketen in Kauf nehmen möchte, der kann sich das auf jeden Fall mitnehmen für 20 Euro, aber erwartet da nicht so viel. Greift er lieber zu anderen Packs für 20 Euro, zum Arena of Rockets oder Indianapolis. Habt da 18 bzw. 20 Raketen für 18 oder 20 Euro. Habt da mehr von. Ja, dann bedanke ich mich auch schon wieder fürs Zusehen. Ich halte euch über kommende Prospekte auf den Laufenden und ich hoffe, Lidl und Aldi kommen endlich mal online, dass man da endlich mal sieht, was im Sortiment sein wird. Genau, dann bleibt noch zu sagen, bitte abonniert meinen Kanal, lasst mir eine Bewertung da, einen Kommentar, da freue ich mich drüber. Denn 95% meiner Zuschauer haben leider kein Abo bei mir. Ja, aber das war's dann jetzt auch für das Video. Dann noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Ciao.